Hallo Leute, willkommen zurück bei Amnesia. Und diesmal finden wir das Geheimnis über den abgeschnittenen Finger heraus. Der Mann, der ihn umgebracht hat, den Hausmeister. Und jetzt haben wir den Ring der Reflexion. Wir haben jetzt schon zwei Ringe. Aber was wir mit denen machen sollen, kann ich leider nicht sagen. Und ich weiß nicht, warum die FPS hier gerade so runtergehen. Aber vorher nicht so. Und ich weiß nur, dass es hier echt düster ist. Den Aufzug haben wir gerufen. Jetzt gilt es nur noch, hier schnell rauszukommen. Denn wir haben zwar Batterien gefunden, aber die Flashlight ist halb voll. Ja, halb voll. Das heißt, es wird nicht sehr lange reichen. Was zur Hölle war das? Ich glaube, das sind Grafikbugs. Nicht, dass mein Spiel sich gleich verabschiedet. Das wäre doof. So. Ich habe auch keine Musik mehr. Der lebt ja auch noch, ey. Dann denke ich mal, G2 zu der Hand, die aus der Tür kam. Und ihm irgendwie die Ringe anstecken, dass die Tür aufgeht. Ich habe keine Ahnung. Wieso ist das da rot? Okay. Ich hoffe, meine Vermutung ist halbwegs richtig. So, mal gucken. Ha! Nice. Nice, nice, nice. Wir haben es drauf. Okay, ist das jetzt durch die Tür? Nee. Wow. Wow. Das nenne ich mal eine Leiter. Da hat's wohl einen Kollegen erwischt. Bleib bloß liegen. Okay. Krassen Weg geht die Leiter. Was? Oh je. Es geht nicht mehr weiter. Hoppala! Die Stange hochklettern. Wow, irgendjemand wird hier gequält. Und wir müssen ganz schön akrobatisch sein, wenn wir hier die Stange hochklettern können. Neue. Okay. Hoppala. Ah, verdammt. Ah. Okay. Oh, ihr Arm. Ich würde euch gerne helfen. Was ist das da? Sitzt da jemand? Ja, da sitzt jemand. Da passiert 100 pro was. Okay. Wir dürfen zum Glück höher. Oben angelangt. The psychiatrist called his name with a caring voice. He opened his eyes and looked into the void. How are you? She asked. I'm fine. He lied. She knew he was lying. She knew what she was going to do. Was dann? Sachen einreden, töten, dafür sorgen, dass er das nicht mehr sagt, quälen, so wie man uns gequält hat. Wann werden wir aus diesem Schrecken nur entkommen? Das sieht doch freundlich aus hier. Super einladend. Haha, ich hab ne Schaufel, Freunde. Und Morphium. Huch. Ich hoffe, ich passe da noch durch. Oh, gerade so. It won't move. It won't move. Da ist nix. Ja, alles durchsuchen.
Ah, Batterien. Hat es gerade die Tür zerfetzt? Was? Das war die Matratze der Verdammnis. Okay. Krasser Scheiß. Ich gehe mal kurz gucken, was mit den FPS los ist. Kleinen Moment. Hallo, da bin ich wieder. Und ja, es scheint ein bisschen besser zu gehen. Ich weiß nicht, was da gerade los ist, aber okay. Jetzt hat auch die Musik wieder aufgehört. Naja. Das soll uns davon nicht davon abhalten, die Räume zu untersuchen. Und Türen zu vernichten. Ja. Hier scheint auch wieder nichts zu sein. Was ich irgendwie merkwürdig finde. Aber okay. Was haben wir hier? Verbarrikadiert. Zu. Bleibst du offen? Ba Geht doch. So, kommen wir hier rein? Ja. Wow. Will ich hier rein? Okay, es ist zu heiß. Was ist denn jetzt das kalte Wasser? So. Jetzt vielleicht? Nope. Okay, ich weiß jetzt nicht, was wir hier machen sollen. Es funktioniert. Was? Was habe ich denn jetzt gemacht? So viele Räder. Ach, hier ist ein Rad raus. Hier ist was rausgesprungen, glaube ich. Sollen wir hier das überlasten oder wie? Einfach mal alles hochdrehen, was geht. Irgendeine Wirkung wird es schon haben. Weiß zwar noch nicht welche. So, wenn man hier alles offen hat, kann man vielleicht. Nee. Doch. Geht doch. Haha, Fortschritt. Was haben wir hier? Die Kanalisation. Im Ernst? Och, Leute. Warum in die Kanalisation? Was tust du hier? Ach, hier ist eine Notiz. Once a patient, dear to me, told me that all people live relying on their knowledge and perception, and all those bound to them. Those boundaries are what they tend to accept as reality. However, knowledge and perception are both ambitious, so reality could be nothing more than illusion. People live trapped by their limited perception. Do you see? What is reality, then, I ask? Does it matter what I say? She answered, she was right. It wouldn't matter. What could I do to prove she was right back then? Since then, there's a question perplexes my mind. What if someone loses all his memories? What would he believe? What would reality be for him? And most importantly, could we insert new memories to create an unexisted reality for him? All folk am respected throughout country now. I couldn't save her back then. I still do have a lot to learn. Will man hier einfach den Menschen neue Erinnerungen einpflanzen, oder wie? Das ist nicht nett. Gar nicht nett. Jetzt müssten wir, denke ich, hier reinkommen.
Oh je. Sieht nicht unbedingt einladend aus. David, you need to calm down and stay still now. This might hurt a little bit, but you know, I'm here to help you. Was? I'm here to heal your mind. Soll ich jetzt wirklich stehen bleiben? Hold the patient. Was? Hallo? Nö, dann nicht. Immer wenn ich auf sie hören will, passiert einfach. Ah! Ah! What the fuck? Alter, was ist das denn? Oh? Holy shit. Okay. Hey, immer wenn sie was von einem will, wenn ich dann auf sie höre, bringt's einfach nix. Nein, gar nix. Und sind diese scheiß Generatoren laut. Ah. What? Ah. Das ist zwar scheiße dunkel, aber wenigstens nicht so ohrenbetäubend. Ich weiß nicht, was besser ist. Muss ich die einfach alle wieder zumachen? Keine Ahnung. Miau, 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 miau. Wir haben ja noch den. Nee. I need to break this again. Mach deinen Job! Nichts passiert. Oh je, dunkle, lange Gänge. It's not gonna open. Ist da hinten Wasser? Es ist ganz schön dunkel. Was ist? Wow. WTF. Oh, was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das hier? Pilze. Du bist zu langsam. Viel zu langsam für mich. Ihr habt's alle nicht drauf. Bitte nicht hier reinkommen. In this complete renewal, it's crucial that the generator must be replaced first. However, Dr. S doesn't listen to me, and all hospitals suffer from location electricity shutdowns. Not my mistake, the previous power failure. The generator is very old and it sometimes may go off without reason. Last week it went off twice. If it goes off again, it might be impossible to fix it. In case of emergency, make sure you have a filled gasoline can. Fill the container next to the generator with gasoline to give starting force. Pull the switch. Gut. Klingt machbar. Klingt machbar. Oh, schön viele Batterien. Ja, hier wird wahrscheinlich kein Strom angehen. Huh? Ich hätte gedacht, der Generator ist kaputt. Wie kann hier dann Strom sein? Merkwürdig, aber okay. Hallo? Geht hier auch Strom? Cool. Mäuse.
Er ist einsam und süß. So, noch mehr Batterien. Und wir haben den Gasolinbehälter, der leer ist. Und füllen werden wir dem nächsten Part, Freunde. Bis dann. Ciao.